So, hallo und herzlich willkommen auf dem etwas anderen Kartenlegekanal Angel Readings. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich. Wir wollen mal wieder in die Energien rund um dein Herzblatt schauen. Wenn es gerade ein bisschen schwierig, anstrengend, komisch ist, Liebeskummer, Sehnsucht, Tränen und Herzschmerz, dann wollen wir ja da ein bisschen Klarheit reinbringen, weil das Leben ist schön, Leben macht Spaß. Das Leben ist ja nicht dafür da, dass man sich hier im Kopf immer wieder im Kreis um jemanden dreht, wo es einfach nicht wirklich vorwärts geht. Übersiehst du was? Was läuft da genau schief? Was ist vor allem auch mit dem Gegenüber los? Na, das ist ja auch eine sehr, sehr oft gestellte Frage in meinen persönlichen Readings. Hat er noch Empfindungen? Hat er noch Gefühle? Kommt er noch einmal auf mich zu? Wie geht's dem denn? Was ist bei dem los? Und deswegen, die Frage des heutigen Readings lautet: Wie geht's ihm denn so ohne dich? Das ist eine gute Frage, weil es auch ganz, ganz oft der Fall ist, dass dein Herzblatt vielleicht einfach auch zu stolz oder zu dämlich ist, sich nochmal wieder zu melden, würde es aber eigentlich schon gerne tun. Was man da machen kann, ob du das dann machen möchtest, na, dass du vielleicht auch nochmal was versuchst, je nachdem, was wir jetzt hier auch in der Kollektivenergie sehen, darfst natürlich auch du entscheiden. Na, weil es gibt keinen Wahrsager, es gibt auch keinen Hellseher, kein Mensch auf der Welt kann mir erzählen, dass ich nächste Woche Donnerstag eine blonde Frau beim Bäcker kennenlerne. Sowas gibt es nicht, aber im Kartenlegen, in der Spiritualität gibt es Hinweise, Impulse, Tendenzen, Energien, die sind da, die sind frisch. Das ist die Tendenz, in die sich die Dinge entwickeln können. Ob du das dann wahrnimmst oder nicht, kann ja auch sein, dass du sagst, also, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf den. Wer so mit mir umgeht, wer mich ins Wartezimmer setzt, wer mich traurig macht, wer mir Herzschmerz und Sehnsucht macht, da frage ich doch lieber den Patrick, wie kann ich denn besser und gut ins Loslassen hineinkommen? Und wo sind meine eigenen guten Energien? Also du siehst, das ist schon ein großes Spektrum. Aber wir schauen jetzt nochmal in der Kollektivenergie hier auf YouTube nach. Wie geht's dem denn so ohne dich? Na, das ist auch immer mal ganz interessant. Und das heißt, Kollektivenergie heißt, das ist die am präsenteste Energie, die gerade da ist. Na, da kannst du gut und gerne dazu passen. Das heißt, du wirst fühlen, spüren, dass du in Resonanz gehst. Das wird sich für dich stimmig anfühlen. Du kannst dir vielleicht ein bisschen was rauspicken jetzt in dem Reading. Kann aber auch sein, dass du danach sagst, ja, hat sich schon stimmig angefühlt. Ich will es jetzt aber trotzdem nochmal für mich genau wissen. Oder das war jetzt nicht so dein Thema. Dein Thema ist komplizierter, umständlicher oder auch einfach anders. Ja, dann auch dann gerne an mich wenden. Ich bin für dich da und ich helfe dir auch gerne, auch mit meinen Hinweisen und Ratschlägen eben als Mann zu der ganzen Geschichte. Na, weil Mann versteht Frau selten, Frau versteht Mann selten. Na, da bin ich dann eigentlich ein ganz gutes Bindeglied an der Stelle. So, wir wollen mal schauen. Ich mache mich mal weg und wir wollen Karten sehen. So, da sind sie ja auch schon. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe mal unseren Kollegen heute rausgelegt, mal ohne dich, weil wir hier mal ganz konkret heute reinschauen wollen. Wie geht's dem ohne dich? Was sind seine Empfindungen? Was ist sein Verlangen? Was geht in seinem Kopf vor? Was sagt sein Herz? Na, wie wird sich das für ihn entwickeln? Was würde er entscheiden? In welche Richtung tendiert er dann auch in der nächsten Zeit? Gibt ja viele Männer, ne, die sagen dann, ach ja, naja, jetzt habe ich einen falschen Fehler. Ich habe einen falschen Fehler gemacht mit meinem Rückzug. Da muss ich jetzt durch. Na, da muss ich jetzt durch das Tal der Tränen, na hoppala, gehen. Das heißt, wird schon wieder irgendwann besser. Aber gibt auch Männer, die sagen, okay, alles klar, ich, Mann, habe eine falsche Entscheidung getroffen, machen wir alle mal im Leben. Und da kann man dann natürlich schon auch sagen, tut mir leid, war nicht richtig von mir, ich habe dich falsch behandelt oder. Denn hier liegen auch schon gleich oben drauf mal 10 Stäbe. Das ist ja schon mal so eine Karte für eine Belastung. Also ich glaube, das Thema oder der Zustand ohne dich belastet ihn schon. Aktuell, siehst du, der hat hier schwer zu tragen. Er hat die Last auch auf den Schultern. Ja, die Last hast auch du auf den Schultern. Aber wer hat die Last gemacht? Er hat die Last gemacht.
Ja, und er hat eigentlich gedacht, er verschafft sich vielleicht ein bisschen Leichtigkeit und Freude, indem er sich zurückzieht. Aber da war er dann mal daneben gelegen. Denn ich kann dir sagen, ihm geht es gerade auch nicht so besonders gut. Hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun, diese Karte. Also vielleicht ist er schon daran interessiert, dass er jetzt dann auch mal über diesen Zustand hinwegkommt. Aber es mag ihm halt auch nicht so einfach gelingen. Weil jetzt haben wir nämlich hier auch noch den Ritter der Kelche. Ja, und da geht es dann auch schon darum, auf dich zuzugehen. Na, jemand kommt auf dich zu, da sucht jemand einen Sinn, da gibt sich dir jemand hin, mental, gedanklich, mit seinen Gefühlen. Ja, und da haben wir schon das ganze Thema. Also der hat es schon gerade nicht so leicht. Na, 10 Stäbe und Ritter der Kelche. Oh mein Gott, wie schwer ist das denn? Ich muss vielleicht noch auch meine Kräfte bündeln, um auf dich zuzukommen, weil ich vielleicht auch gerade nicht so genau weiß, wie. Ja, ich würde gerne auf dich zugehen, weiß momentan vielleicht noch nicht wie. Ja, und mit dem Eremiten, das ist ja auch sein Alleinesein. Der Eremit, da geht es ja auch so ein bisschen um Selbstfindung, um Selbstreflexion. Na, da geht es auch so ein bisschen ums Alleinesein. Ja, also da schaut er schon oder er ist schon sehr, sehr in der Selbstreflexion drin. Wo man hier tatsächlich schon direkt mal wunderbar sieht, wenn ich frage, wie geht's dem denn in seiner Energie, da tut sich einer super schwer klarzukommen. Das Thema nochmal wieder auf dich zugeben, das ist ständig da, das begleitet ihn im Kopf immer. Der Eremit, ja, er hat mal auf sich selber geschaut. Der Eremit ist ja sehr, sehr in der Selbstreflexion. Und ja, ein Mann kann natürlich auch in der Selbstreflexion sein. Na? Der hat nicht nur Hunger und Durst, sondern der kann auch merken, oh, ich habe einen Fehler gemacht, mir geht es ja jetzt schlecht. Und da muss ich etwas ändern. Also dieser Ritter der Kelche, ja, wenn ich frage, wie geht es ihm gerade, nicht gut. Zumindest nicht im Kopf. Da ist die Selbstreflexion groß. Und ja, auch die Belastung ist da. Also die Situation, in der er ist und in der ihr seid, die belastet ihn schon sehr. Na, geht aber auch um das Thema, ich komme nochmal wieder auf dich zu. Ich überlege vielleicht gerade in der Stille der Einsamkeit, wie ich das überhaupt anstelle. Weil jetzt kommt ja der nächste Punkt. Im Kopf des Mannes. Ich gebe immer gerne Hinweise aus der Sicht des Mannes mit dazu. Im Kopf des Mannes gibt es jetzt ein Problem. Ja? Je nachdem, wie ekelhaft er sich von dir zurückgezogen hat oder ja, vielleicht auch einfach von der Bildfläche verschwunden ist, umso schwerer ist es ja auch für ihn, wieder auf dich zuzukommen. Das heißt, wenn er einfach weg war, wenn er dich geghostet und blockiert hat, dann ist es für ihn ja jetzt noch schlimmer oder noch schwerer auf dich zuzugehen. Und das ist die Belastung, die da liegt, weil, ja, da müsste er sich ja auch jetzt erstmal für irgendwas entschuldigen. Ja, gut, und da liegt es ja auch schon. Ich habe schon wieder eine Karte hell gesehen. Ja, Wahnsinn. Er schaut auf das Kreuz im Lehrbüchlein. Leider, das Kreuz, ja, Last, Belastung, eine schwere Aufgabe. Also, man sieht schon, wenn ich frage, wie geht's dem denn gerade? Sehr, sehr in der Belastung drin. Seine Selbstreflexion hat ihm einmal ganz klar gesagt, eigentlich solltest du wieder auf sie zugehen. Ja, weil diese Situation, in der du bist, das ist schon belastend. Hier liegt noch der Erfolg oder eine Lösung für Harmonie, der Schlüssel Erfolg und Lösungen. Ja, dass man mit den Blumen sagen kann, da geht es hier auch um die Harmonie und ums Wachstum. Aber eben auch um den Selbstwert und auch um die Selbstliebe. Die ist ja hier gerade irgendwo gar nicht da. Da ist er irgendwo im Nirgendwo in seinen Gedanken gefangen und überlegt, okay, wo ist für mich eine Lösung, dass ich meinen Selbstwert, Selbstliebe wiederfinde, dass da bei euch beiden vielleicht auch wieder Harmonie und Wachstum herrschen kann? Das ist ganz schön hart für ihn. Aber es ist vielleicht für dich auch ganz nett anzuschauen, dass du sagen kannst, haha, dem geht's ja auch schlecht. Na? Und es ist auch schön zu sehen, ja, dass er vielleicht auch irgendwo verstanden hat, dass er ja da Mist gebaut hat. Na? Also da gibt es schon schönere Zustände, drei wollen wir, in denen er mal war. Aber man muss natürlich immer noch dazu sagen, kein Mitleid damit, weil
Den Zustand hat er sich ja selbst erschaffen. Na, so, jetzt haben wir da nochmal den Ritter der Stäbe. Ja, beim Ritter der Stäbe, ja, da geht es schon auch, dass man gerne mal was tun würde. Das ist so ein bisschen eine Karte für den Tatendrang, ja, auch für einen mutigen Schritt. Also ich nehme meinen Stab in die Hand und dann muss es halt jetzt auch einfach mal losgehen. Auch auf die Gefahr hin, dass du ihn zurückweist, weil diese Belastung und ich glaube, der Zustand oder die Art und Weise, wie er sich von dir entfernt oder verabschiedet hat, war dreckig. Also das hätte er vielleicht auch besser machen können. Ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, der hat dich verletzt, der hat dich in ein Loch gestoßen, der hat dich traurig gemacht, ja, der hat dir Sehnsucht gemacht, Fragezeichen. Na, das kann ich schon spüren, dass er dich da nicht so besonders gut behandelt hat in Bezug auf seinen Rückzug. Ja, unzufrieden ist er auch noch. Na, die vier Kelche, da geht es auf jeden Fall darum, ich bin unzufrieden in der Situation, in der ich gerade bin. Mir geht es echt nicht besonders gut. Ich weiß auch, ich habe das alles selbst zu verantworten. Ich habe schon die Last und die Belastung vor der Nase. Also um Gottes Willen, wenn man damals so reinfragt, wie geht es denn dem so gerade? Ja, also ich sage es einfach mal so, nicht gut. Na, da haben wir auch noch die berühmten zwei Stäbe. Ja, die sind ja auch so eine Karte. In die Ruhe gehen, nochmal nachdenken, eine Entscheidung treffen, ähnlich wie der Eremit vielleicht, wenn man so möchte. Na, also auch in seinem Herzen das Thema groß, das da heißt, ich möchte jetzt schon mal was vorwärts bringen. Ich möchte jetzt schon mal irgendwie einen mutigen Schritt machen, weil ich bin auch im Herzen unzufrieden. Ja, ich muss jetzt hier mal meine Entscheidungen treffen. Ich glaube mal, es kann schon sein, dass er demnächst mal vor dir steht oder sich auf irgendeine saudumme Art bemerkbar macht, die du dann gefälligst zu verstehen hast, dass er noch Interesse hat. Also merk da mal auf, fahr da mal die Antennen aus, dass da wahrscheinlich bald mal irgendwas von ihm kommt, wo du dir denkst, hä, ja und jetzt? Ne? Aber ich sage es da auch immer wieder, wenn er sich nicht direkt bei dir meldet, wenn er anruft oder zumindest mal schreibt und dir mitteilt, was er will, dann reagiere nicht. Ne? Das heißt, ein Like auf einem Social Media Post oder irgendwas Dämliches, wo er einfach nur deine Aufmerksamkeit möchte, ohne etwas von sich zu geben, reagiere da nicht drauf. Ja? So billig bist du nicht. Er soll sich bemühen. Er soll sich anstrengen, na, und er soll dir vor allem auch sagen, was er von dir will. Na, also kommt oft vor, ne, dass er sich dann über irgendwelche Likes und Herzchen mal eben bemerkbar macht, aber da reagieren wir gar nicht drauf, da muss er sich schon ein bisschen mehr anstrengen. Na. Was wir auch in der Herzebene haben, ja, da ist die Unzufriedenheit, da ist die Unzufriedenheit. Die Gefühle rund um das Kapitel, das da nochmal geöffnet werden darf, ne, auch in seiner Herzebene. Er ist auch mit sich selber im Konflikt. Ne? Also das ist ja auch genau das, was ich gerade gesagt habe. Er will sich schon melden. Momentan ist es das schlechte Gewissen, ist es vielleicht auch die Planlosigkeit. Ne? Je ekelhafter er dich ja verlassen hat, umso schwieriger wird es natürlich jetzt auch wieder auf dich zuzukommen. Auch das Ei hat er sich ja selber gelegt. Ne? Das Thema mit dem geschlossenen Kapitel bei euch beiden aktuell, ja, das soll auch, ja, hier liegt es ja auch da, soll sich auch wieder öffnen. Der sagt die Transformation. Ein alter Zustand soll zu Ende gehen, der da, ein neuer Zustand soll beginnen, der da, ne? Der da, das da, ja, da er so vor allem, das da, na, das sind alles Karten, wo ich schon sehe, da ist viel der Wille nach Transformation da. Ich will auf dich zukommen. Ich habe aber auch Angst, dass du mich wegstößt, dass du mich von deiner Tür verweist. Na, also das sind schon so Energien, wenn ich mal reinfrage, wie geht's denn dem gerade ohne dich? Also das spricht ja alles schon Bände. Na, also er ist mit sich selber komplett unzufrieden. Ja, hat auch hier Zweifel an sich selber. Klar zweifelt man sich selber, wenn man entscheidet, sich zurückzuziehen. Und dann merkt, ne, Moment mal, das war ja komplett falsch. Da hätte ich ja vielleicht auch mal anders reagieren können. Dann ist man schon, dann zweifelt man natürlich schon auch an sich selber. Ne?
So, naja, dann wollen wir mal weiterschauen, wie entwickelt sich seine Energie denn jetzt auch in der nächsten Zeit, dass man sagen kann, da und da geht's lang. Das ist ja für dich auch interessant. Also heute bin ich scheinbar auch zu doof zum Kartenmischen. Aber seht's mir bitte nach. Hatte heute auch meinen ersten Arbeitstag, der war ja auch wieder irgendwo merkwürdig. Aber wir schauen. So, was haben wir da? Ja, in der nächsten Zeit Reichtum aller Art. Und das ist auch eine Karte mit den 10 der Münzen. Das ist Erfüllung, Zufriedenheit. Also ich sehe schon, weil er ja hier sehr unzufrieden ist, das sind jetzt die Tendenzen. Sein Thema, ja. Hallo, ich möchte auch zufrieden sein. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte gerne neu beginnen. Der Fool, also das ist nicht der Fool, der Narr, steht für einen Neubeginn, für Offenheit, für Sorglossein, für Unbefangensein. Also all das, ja, ich kann dir schon genau sagen, was mit deinem Wunschpartner hier gerade los ist. Na? Der tut sich sehr, sehr schwer, auf dich zuzugehen, obwohl er das von ganzem Herzen möchte. Der hat aber keine Ahnung, wie er das schaffen soll, dass er nicht alles nochmal erklären muss, wieso er sich so mies verhalten hat. Er hat auch Angst, dass du ihm das alles natürlich aufs Brot schmierst. Ich meine, das sollst du auch. Du sollst ihm schon sagen, pass mal auf, mein lieber Freund, ich überlege schon, ob ich dich nochmal in mein Haus lasse, aber da möchte ich dich gerne auch anders haben, na? Also seine größte Sorge ist jetzt aktuell auch hier, dass er sich für all das nochmal rechtfertigen muss, entschuldigen muss, dass die Themen nochmal aufgerollt werden. Aber da muss er einfach durch. Na, wir haben ja auch nochmal jetzt eben die 8 Schwerter bekommen. Ja, da ist so einer so ein bisschen geh- oder befangen in seinem eigenen Kopf. Also da muss er schon mal erst den Kopf ausschalten. Ja, muss sagen, gut, ich muss auch diesen Neubeginn unbefangen starten. Ich darf nicht in meinem Kopf haben, was ich angestellt habe, was dazu geführt hat, dass es nicht mehr funktioniert. Das muss man noch einmal besprechen. Dann muss das vom Tisch sein. Du musst sagen, er darf bei dir keine Knöpfe drücken, du darfst bei ihm keine Knöpfe drücken. Man spricht miteinander über Dinge, die man nicht gut findet. Ja, dann werden die abgestellt. Und dann sollte das Ganze ja auch irgendwo funktionieren. Ja? Und nicht einfach sagen, ich packe jetzt meinen Rucksack und gehe. Lass dich hier vielleicht in der Ratlosigkeit mit einem riesengroßen Fragezeichen sitzen. Das ist unanständig und vor allem ist das auch respektlos. Ja? So, was haben wir da für die nächste Zeit? Das Haus. Ja, das sieht mir nach dem Verlangen einer stabilen Partnerschaft aus. Haus. Fundament, Basis, stabile Basis, der Ring, es läuft vor allem rund. Ich glaube, er hat schon auch verstanden, dass er dafür verantwortlich ist, dass die ganze Geschichte bei euch nicht wirklich rund läuft. Na? Wenn er nicht weiß, was er will, wo sein Platz ist, na, dann läuft es nicht, dann hast du Sorge, Ängste, dann hat er vielleicht ja nicht genug Aufmerksamkeit für dich. Das sollte sich hier eigentlich aber alles ändern. Also wenn du Teil der Kollektivenergie bist und bist hier in Resonanz gegangen mit deinem Partner, deinem Wunschpartner, ist das gut. Und dann kann ich dir sagen, da möchte einer einen sorglosen Neubeginn. Ja? Nichtsdestotrotz müssen aber, bevor das stattfindet, noch letztmalig Dinge besprochen werden, wie das in Zukunft zu laufen hat. Und genauso liegt es auch noch da, die Zwischenwelt und der Brief. Unklare Dinge müssen besprochen werden, dass das nicht mehr passiert. Und wenn du das Gefühl hast, ja, der kriegt das sowieso nicht auf die Reihe, das wird eh wieder alles so, wie es war, dann darfst du auch diesen Neubeginn verweigern, weil was bringt es dir denn, na, wenn er wieder da ist und du sagst dann am Ende, ja, super, jetzt sind wir wieder 2 Wochen zusammen und es ist alles wieder genauso wie vorher. Von daher, der wird sich melden, ja. Dem tut das alles furchtbar leid, ja, der möchte auch wieder zurück, ja, der möchte auch einen sorglosen, unbefangenen Neubeginn. Das bedeutet aber nicht, dass er wieder zu dir kommen darf und all der Mist, der passiert ist, einfach unter den Tisch gekehrt wurde und es wird wieder genauso, wie es vorher war. Das wollen wir ja vermeiden. Ne? Von daher darfst du auf jeden Fall, wenn der sich meldet, sagen, ja, grundsätzlich mal ja,
wenn die Dinge anders laufen. Und ich werde dir jetzt auch gleich mal verraten, wie. Na, das darfst du gerne machen. Steh für dich ein. Mach dein Ding. Sag deine Sachen. Steck nicht zurück. Lass dich nicht schlecht behandeln. Wenn du aber das Gefühl hast, der ändert sich eh nicht, dann darfst du auch gehen. Weil das Leben ist schön. Hat noch schöne Momente im Leben für dich. Und natürlich auch den ein oder anderen Mann, wo du sagst, Mensch, dem erlaube ich jetzt mal, dass er mich näher kennenlernen darf. Vergiss das nicht. Es gibt nicht nur diesen einen Mann auf dieser Welt. Ne? Das vergisst man viel zu oft. Ja, von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn du magst, lass viel Liebe da. Ein Daumen hoch, ein Kommentar würde ich mich freuen. Und ansonsten, ja, bleib gesund, seid lieb zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!